Moin, liebe Leute, oder besser gesagt heute, Servus, denn wir befinden uns heute in Kissing, im wunderschönen Bayern. Wir nehmen euch heute den ganzen Tag hier mit auf den Wettkampf, zeigen euch ein paar Athleten, zeigen euch unseren Stand, zeigen euch einfach mal ein paar Eindrücke aus dem Backstage-Bereich. Das ist übrigens der liebe Dennis Friedrich, seines Zeichens IFBB Pro in der offenen Klasse, da wo ich eigentlich hin will. Ich bin nämlich noch Amateur in der offenen Klasse. Mein Name ist Marius und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Video. Auf geht's! Auf geht's! Mein guter Freund, der Robin, in der tiefsten Offseason. Man sieht's, ich komme hier nicht gut weg neben ihm, weder was die Größe betrifft, noch was das Gewicht betrifft. Wie viel wiegst du gerade? 161 Kilo. 161 Kilo, ja, da komme ich jetzt mit meinen 133 nicht gut dabei weg. Genau, woher kennen wir uns? Wir sind Wettkampfkollegen, wir sind beide im Team weiter. Genau, Robin, erzähl mal was zu dir. Was machst du hier? Boah, gute Frage, ja. Wie ist mein Start überhaupt durch Wider gekommen? Also ich habe, ich würde jetzt sagen, tiefsinnige Freundschaft Martin, mit Marius aufgebaut. So tiefsinnig ist die Freundschaft. Ich bin ein bisschen unter Druck. Ja, Aufgebot. Ja. Jedenfalls bin ich durch ihn hier reingekommen. Haben uns auch durch die Wettkämpfe, durch den Sport kennengelernt. Und das ist eigentlich das, was uns zwei verbindet. Also Sport ist so das eine, was man von außen sieht. Dahinter steckt aber um einiges mehr. Jeder, der in dem Sport drin ist, weiß, dass der Sport und das Training das eine ist, aber das Geistige, das Psychische ist eigentlich viel mehr dahinter. Und da wir zwei doch große Herzensmenschen sind, fühlen wir uns doch sehr verbunden und ja, das schweißt uns zusammen, hält uns im Team. Und absolut. Ja. Und das, obwohl wir eigentlich ja Konkurrenten sind, wir sind beide Männer 5, also super Heavyweight-Athleten. Aber wie der Robin gerade gesagt hat, wir pushen uns seit jeher gegenseitig und das ist eigentlich das Coole an Bodybuilding, eben nicht das, was auf der Bühne dann letztendlich stattfindet, sondern alles drumherum. Wenn du Leute hast, die das gleiche Mindset haben, dann sich dann privat auch gut miteinander verstehen, das ist einfach eine super Kombo. Leider wohnt er 2,5 Stunden Autofahrt von mir weg. Ansonsten würde ich, glaube ich, jeden Tag mit dem Robin trainieren und wir würden uns jeden Tag irgendwie zum Sushi essen oder so treffen. Aber also sind wir froh, dass es doch 2,5 Stunden Entfernung ist. Genau. Sonst wird man nicht so gut aussehen, wie man jetzt aussehen. Absolut. Ja. Und genau. Robin ist heute auch den ganzen Tag hier auf dem Wettkampf. Und ja, wir gehen nachher bestimmt noch was essen, oder? Hört sich auf jeden Fall gut an. Ja. Aber all you can eat, oder? Ja, gibt's nur. Also, wir sind jetzt hier im Außenbereich vor der Halle. Der Wettkampf geht in ein paar Minuten los. Und da nutze ich jetzt noch die Zeit und interview meinen weiter Profi-Teamkollegen Dennis Friedrich. Relativ frisch noch. Gell? Wann wurdest du Profi? Letztes Jahr, ne? Aus Dennis James Classic. Ja. Da habe ich den Gesamtsieg geholt, ne? 2023. Habe mein Profi-Debüt schon gegeben in Prag. Aber ja, das war ja so die Kirsche auf der Torte so. War ja auch kurz danach, glaube ich. Ja, kurz danach, noch zwei, drei Wochen später konnte man nochmal mitziehen. Ja. So, und dann, aber es war eine super Erfahrung auf jeden Fall. Ja, und du bist halt nicht untergegangen, muss das man auch richtig, sagen. Ja. Du konntest dich da hinstellen und warst konkurrenzfähig. Ja, und das ist schon das wollte ich halt schauen. Ne? Wäre der Name vielleicht ein bisschen größer schon gewesen und so weiter, weil die Form war schon echt gut, das würde ich sagen. Ja. Und wir waren mega zufrieden, Dwayne und ich. Und aber geht weiter. Ja, ne? Absolut. Ist auch ein sehr junger Athlet. Wie alt bist du? Ja, 30 schon. 30? Aber im Bodybuilding ist 30 kein Alter. Also das, stimmt, das ist eigentlich, da geht eigentlich gerade die Blütezeit eines Bodybuilders los, kann man so sagen. Und wie der Dennis gerade schon erwähnt hat, er hat einen Coach an der Seite, mit dem er schon viele Jahre zusammenarbeitet. Sowas ist eigentlich auch immer, finde ich, ziemlich wichtig, weil man sich da einfach viel besser kennenlernt und viel besser miteinander arbeiten kann. Sein Coach ist der liebe Dwayne, ist seines Zeichens auch Athlet, versucht sich, glaube ich,
nächstes Wochenende auch in Mailand, die genau. Profikarte in der Classic Physik zu holen. Ja. Genau, Dennis hat den weiten Weg aus Hamburg auf sich genommen, um hier zu sein, im wunderschönen Bayern. Das heißt, hier klatschen gerade zwei Welten aufeinander, ein Ur-Bayer und ein Hamburger. Ja, wobei ursprünglich komme ich aus der Nähe von Berlin. Also ich kann Berlin an. Ah ja. Ich bin zugezogener Hamburger, deswegen... Lass mal was hören. Ich bin zufrieden, dass ich dich sehe heute hier. Ja. Mein Dicker. Oh, habe die Ehre. Oh. Das sagt mir Bayern. Ja, Dennis, wie geht's bei dir jetzt weiter? Wann startest du wieder? Wann sieht man dich hier wieder auf der Bühne? Ja, auf der Bühne nächstes Jahr. Ich denke, Anfang, ja, so im Sommerbereich, denke ich, oder Frühlingsbereich. Ich werde einfach ab Januar in die Vorbereitung gehen. Natürlich auch hier alles festhalten auf dem Wider-Kanal, auf meinem eigenen Kanal, Instagram und Co. An dieser Stelle unbedingt, falls ihr es noch nicht tut, Dennis folgen auf Instagram, Dennis Friedrich. YouTube-Kanal kommt noch, aber auf dem Wider-Kanal kommt natürlich auch sehr viel Content von dir, will ich hoffen. Verfolgt ihn unbedingt. Du bist jetzt wahrscheinlich noch in der Offseason, oder? Jetzt noch in der Offseason, genau. Ja. Wie gesagt, bis. Was wiegst du gerade nur für die Zuschauer? 115 Kilo. Ja. Bin zwar ein Gleichgewicht neben dir. So, ist aber auch ein Stück kleiner. Aber also. Kleiner und die Form ist echt gut. Also ich denke bei 10% Körperfett gerade. Genau. Wahnsinn. Ja. Also ab Januar gehe ich in die Vorbereitung und dann wahrscheinlich so im Mai rum geht's auf die Bühne. Cool. So ist mein Ziel. Herzlich willkommen zur dritten Wider Classic hier in Kissing. Mein Name ist Baha Aymer, wer mich noch nicht kennt, ich bin heute euer MC. Ich will auch nicht groß eine Rede schwingen. Ich weiß, die Athleten warten da hinten, ruhen sich auf. Ich freue mich auf die Show. Lasst uns starten! Mein Lieben, kurze Unterbrechung hier. Ja, wir sind mitten dabei jetzt schon. Die Bodybuilding-Siegerehrung ist mittlerweile schon angelangt. Und ich muss sagen, schon ein paar gute Leute dabei. Muss man bedenken, das ist eine regionale Show. Hier sind die Leute meist noch nicht 100% in Shape. Weil hier wichtigen Wettkampf, da wollen die 100% in Shape sein. Und heute ist eher so eine Probesache bei den meisten. Aber hier gibt es auch ein paar coole Leute mit bei. Und ich hatte auch meinen kleinen Favorit schon, den sage ich aber noch nicht. Und ja, sonst gutes Event, gut organisiert, guter Ablauf. Und ganz wichtig für die Athleten immer gut, genug Platz Backstage. Das ist immer wichtig. Genau, also alles allen richtig guter Wettkampf bisher. Zuschauer, die Halle ist auch voll, ne Marcel? Auf jeden Fall, ja. Perfekt. Und ja. Also geht's einfach mal weiter. Ich habe heute die Ehre, einfach mal zuzuschauen. Das ist auch schon mal gut. Mega Gefühl, wieder hier zu sein. Allgemein als Athlet mal offstage dabei zu sein und zuzuschauen, ist schon was Tolles. Erst recht bei so einem Wettkampf wie hier, da kitzelt es noch schon wieder unter den Finger mal wieder auf die Bühne zu gehen. Doch, mega, mega motivierend. Geil. Super, heute geile Stimmung, geiles Publikum. Alles top. Sind auf jeden Fall ein paar gute Leute dabei. Muss man schon sagen. Und ja, ich finde halt schön, dass die Qualität auch immer höher wird. Du bist neu dabei. Ich bin neu dabei, genau. Neue Athletin, heute auch am Start auf der Bühne. Aber dann, wie viel der Wettkampf ist es dann, wenn du davor schon Wettkämpfe gemacht hast? Also NPC jetzt erster Wettkampf.
Und letzte Saison habe ich überwiegend Nettie-Verbände gemacht, also die Evo Classic in Siegen, da bin ich Zweite geworden, erster Wettkampf. Dann die ANBF, da habe ich ein Overall geholt und die DFAC Pro Card gewonnen. Bin dann damit nach München, habe die DFAC auch gewonnen. Bin dann, also Europameisterschaft, bin dann weiter mit der Pro Card nach Italien bei der FCFN, habe dort mein Profi-Debüt gegeben, habe da den ersten Platz gemacht. Bin dann noch weiter nach Thailand geflogen, tatsächlich spontan, habe da noch die PCA mitgemacht, zweimal Overall geholt, zwei Schwerter gewonnen und die PCA Pro. Das war meine erste Saison mit Abschlussurlaub in Thailand. Und dann waren wir fertig, dann waren wir fix und fertig. Hi, ich bin Bernie Schuber von der MPC Germany, bin der Promoter der Weider Classic hier bei uns in Augsburg. Und wir haben heuer die dritte Weider Classic, ist mittlerweile schon Tradition. Also ich freue mich mega drüber, dass Weider als Firma den Leistungssport so megamäßig unterstützt und uns, die MPC, so toll unterstützt und da eben als Titelsponsor bei unserer Show auftritt. Also ganz, ganz toll und ganz, ganz großes Dankeschön. Wir haben ein ausverkauftes Haus hier, haben sehr viele Athleten auf der Bühne und es ist wirklich mega. Und ich kann nur eins sagen, ich freue mich und ich hoffe, dass Weider sich da auch schon drauf freut, auf nächstes Jahr und zwar auf die vierte Weider Classic. Wir sehen uns dann. Das war mal ein richtiges Battle, oder? So, meine Lieben, wir neigen uns hier dem Ende auf der Weider Classic in Kissing. Und ja, wie war euer Feedback hier so? Ja, mega, mega cooler Wettkampf. Ja, mich hat es ehrlich gesagt richtig in den Fingerspitzen gekitzelt. Ich wäre jetzt am liebsten selber hier oben gestanden. Ja, coole Organisation. Mega cool, dass hier so viel für die Athleten auch geboten ist, mit Goodie-Bags, mit einem coolen Backstage-Buffet und ja, generell einfach freundliche Atmosphäre, super durchgetaktet, auch von der Zeitplanung her. Das ist für die Athleten immer echt super, wenn es so gut klappt. Ja, gibt's nichts auszusetzen. Ja, ich denke mal, als Athlet hat man doch eine ganz andere Sicht auf solche bestimmten Dinge wie Organisation. Dass alles reibungslos abläuft, dass man sich um die Athleten kümmert, die Backstage-Bereiche, die Athleten hatten mega viel Platz, es gibt kein Gedränge, dass so eine Veranstaltung überhaupt möglich gemacht wird. Von daher vielen Dank an Weider. Ja, war eine geile Veranstaltung. Auch mich hat es nochmal extrem in den Arsch getreten, live dabei sein zu können. Ich denke, es ist nochmal was anderes, offstage zuzuschauen, wie selbst Backstage zu sein. Ja. Wer den Sport macht, wird genau wissen, was ich meine. Und deswegen, wir sind motiviert. Ich hoffe, ihr seid auch. Und deswegen Vollgas. Genau. Und wenn euch das Video soweit gefallen hat, mit allen Charakteren hier, und dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr mehr sehen wollt. Ja, in diesem Sinne, unterstützt gerne uns Athleten bei Weider mit ihrem Code. Und ja, sagen wir mal einfach, bis zum nächsten Mal. Ciao.